Grüezi, Frau Buchmann, da ist schlecht vom Gymnasium Unterstrasse. Ja, wegen dem Finanzgespräch wird Ihnen die Frau Sieber zurückrufen. Auf Wiederhören, Frau Buchmann. Grüezi miteinander. Ich bin Dagmar Schlecht. Ich arbeite schon seit 20 Jahren auf dem Sekretariat beim Gymnasium Unterstrasse. Bei mir laufen alle Fäden zusammen. Die Schüler melden sich bei mir wegen Absenzen und Termingesprächen mit Lehrpersonen. Mit den Eltern habe ich administrative Gespräche, was mit dem Schulbetrieb zusammenhängt. Und ja, das ist es eigentlich. Und jetzt würde ich Sie gerne einladen für einen kurzen Einblick ins Gymi Unterstrasse. Hoi, ich bin Marianne und ich bin in Gottenhöhe. Wenn du irgendwelche Fragen hast, kannst du einfach zu mir kommen. Ah, hey, ich bin Sophie. In welcher Klasse bist du jetzt? Ich bin in der 4. Also ich mache bald Matur. Und eigentlich findet am 10 Uhr Pause da draußen der Tagesanfang statt. Dann stehen am alle Klassen und dann singen wir zusammen. Und dann gibt es so einen Spruch zum Tag. Und dann gehen wir wieder zurück in die Lektion. Und wegen Corona können wir es im Moment nicht durchführen. Mhm. Darum habe ich dir das ein paar Fotos mitgenommen. Warte schnell. So. Also wir stehen hier am dann wird gesungen, dann gibt es Infos. Mhm. Und wenn kein Corona ist, dann findet der Tagesanfang da hinten statt. Ja. Und dann macht man eigentlich genau das Gleiche. Okay. Willst du vielleicht mit mir in die Zahnpause kommen? Mhm. Wo treffen wir uns? Am besten treffen wir uns gleich da draußen. Dann siehst du mich dann schon. Okay. Das Bildungskonzept unseres Gymnasiums besteht aus den drei Pfeilern. Die fachliche anspruchsvolle akademische Bildung mit dem Ziel der Studierfähigkeit, eine breite musisch-kreative, soziale und sportliche Bildung, die bewusste Förderung der Persönlichkeitsentwicklung unserer Schülerinnen und Schüler mit dem Ziel der persönlichen Reife. Die Basis dieser drei Pfeiler bildet unsere Haltung mit den Werten, die wir als sehr essentiell erachten. Wir pflegen ganz bewusst eine gute Schulkultur und einen wertschätzenden Umgang. Wir kommunizieren auf Augenhöhe miteinander. Wir fördern die Gemeinschaft und das alles mit einer hohen Leistungserwartung, denn wir sind überzeugt davon, dass eine gute Schulkultur ein gutes, zielführendes Lernen ermöglicht. Genau, das ist Nummer 1. Ihr habt 5 Minuten Zeit für alles. Also tut so wohl, in diesen 5 Minuten fangt an mit dem Porträt und dann überlegen Sie sich, was passt jetzt zu diesem Kopf? Also hat er eher einen Bärkörper oder ist es eher ein Pinguin? Und ergänzendes, relativ spielerisch, spontan, nicht zu viel überlegen, einfach machen, weil es, die Zeit ist knapp. Du kannst wählen zwischen dem musischen Profil, dem Profil Philosophie, Pädagogik, Psychologie und dem naturwissenschaftlichen Profil. Im musischen Profil musst du dich für eines der beiden Schwerpunktfächer Musik oder BG entscheiden. Im Schwerpunktfach BG lernen die Schülerinnen und Schüler neben den Grundlagen und vielseitigen gestalterischen Kompetenzen auch ihre Wahrnehmung zu sensibilisieren. Und im naturwissenschaftlichen Profil lernen die Schülerinnen und Schüler die Phänomene in Natur und Umwelt genau zu verstehen. Sie können die Geistes- und Sozialwissenschaften als Kompass für naturwissenschaftliche Schlussfolgerungen einsetzen und sie lernen, vernetzt und lösungsorientiert zu denken. Ja, sehr gut, das machen wir so. Ist das okay? Ja, danke schön. Beim Thema Finanzen ist es ja sehr wichtig, dass ich das sage bei unserer Präsentation. Und ich denke, die Eltern sollten wissen, dass wir ein kostendeckendes Schulgeld haben. Außerdem möchte ich unbedingt sagen, dass wir einen Stipendienfonds haben, der dafür da ist, dass diejenigen, die sich das Schulgeld nicht selbst leisten können, trotzdem zu uns kommen können. Wir möchten ja ein Gymnasium für alle sein. Und diese gelebte Solidarität funktioniert ja seit vielen Jahren. Krankenversicherung, Unfallversicherung und so weiter und so fort sind alles Maßnahmen, die diese Marktwirtschaft abfedern. Und eben zu einer sozialen Marktwirtschaft macht. Die Bürgerinnen und Bürger waren viel mehr kontrolliert und da ist natürlich die Stasi zu nennen, der Geheimdienst. Wie kam die SED genau an die Macht? Also wurden die wie eingesetzt von der Sowjetunion? Herr
Hallo. Hoi. Du, wie gefällt es an Bibi und der Straße? Also eigentlich recht gut. Ich kann euch viel dazu sagen, aber... Ich habe noch eine Frage an dich. Vielleicht hast du schon mitbekommen, mit dem Experiment im Film «Das kleine Unterstrasse». Mhm. Und heute Nachmittag werde ich den Herrn Freudiger interviewen. Möchtest du dabei sein? Oh ja, gern. Bis später. Ja, bis später. Mhm. Weißt, langsam habe ich einfach das Gefühl, dass er mich wirklich nicht gern hat. Also, und du würdest mir sagen, dass du das Gefühl hast, dass nur wegen dem grätscht er dir so zwei richtig schöne, tiefe Noten hin? Hey, ja sicher, er mag mich einfach nicht. Jedes Mal, wenn ich im Unterricht etwas sage, es ist nie gut. Und mit dir heim, wie läuft es dort so? Ah, oh, weißt du, das ist ein bisschen kompliziert. Es gibt eigentlich nichts Neues, aber es ist einfach ein bisschen kompliziert. Aber mit dem Lehrer. Geh mit dem Lehrer reden. Hey, sicher nicht. Was hast denn du das Gefühl? Letztes Mal hatte ich einen Streit mit ihm. Ich habe mega lange für eine Prüfung gelernt. Und dann haben wir einen Dreier reingeredet. Ich habe wirklich gedacht, es sei einfach eine schlechte Note. Hey, das hat er auch. Hat er einfach wollte zeigen. Ich habe noch mit ihm noch geredet. Es hat funktioniert. Probier's. Sicher nicht. Sicher nicht. Sicher nicht. Besten Dank, Herr Strub, dass Sie sich Zeit genommen haben für das Interview für den Unterstrassfilm. Meine erste Frage wäre, was denken Sie, an was werden sich die Schülerinnen noch jahrelang nach dem Gymi erinnern? Die ehemaligen Schülerinnen und Schüler, die erzählen viel von den Chorkonzerten, von den Theateraufführungen, von den Studienwochen oder aber auch vom Tagesanfang, vom Wochenschluss, unseren speziellen regulären Unterrichtsgefäß. Und sie reden sicher von den Skilagern, den obligatorischen Skilagern, die Schülerinnen und Schüler allein durchführen, ohne dass Lehrerinnen und Lehrer anwesend wären. Aber auch, dass ein angenehmer Umgangston herrscht, eine angenehme Atmosphäre an jedem einzelnen Schultag. Die zweite Frage, die ich gerne stellen würde, ist, zählt die Matur hier am Unterstrasse genau gleich wie an allen anderen Gymis? Ja, wir sind ein staatlich anerkanntes Gymi mit Hausmatur. Man macht eine schweizerisch anerkannte Matur wie sonst auch. Und die Matur die gibt einem dann auch Zulassung für alle Hochschulen in diesem Land. Eva, wir haben es gerade von der Matur. Und im Vergleich zu den anderen Gymis sind wir auch so anspruchsvoll wie sonst ein Gymi. Natürlich, wir sind ein Gymnasium. Und deshalb sind wir sehr anspruchsvoll und erwarten, dass du dich anstrengst. Aber am Gymnasium Unterstrass geschieht das Lernen in einer persönlichen Atmosphäre. Wir sind eine kleine Schule. Schülerinnen, Schüler und Lehrpersonen achten aufeinander. Gute Beziehungen sind die Grundlage dafür, dass du erfolgreich lernen und hohe Leistungen erbringen kannst. Und erzähl.
Wie war es? Es war mega lustig. Schon? Ja. Was hast du so gemacht? Ich bin in Englisch geschnuppert und in Französisch und nachher gleich noch in Mathe. Hast du irgendjemanden kennengelernt? Also die Marianne aus der 4. Klasse hat mich ein bisschen umgeführt und mir schön gezeigt. Okay. Und gefällt es dir dann? Ja, mega. Was gefällt dir denn besonders? Einfach die Stimmung, wie sie ist mit den Menschen. Und auch der Tagesanfang hat mega interessant. Oh, Tagesanfang. Und kannst du dir vorstellen, mal da zu kommen? Ja, mega gut. Also. Schon. Und wann hast du denn das? Hey, morgen Mittag um 20 Uhr. Ja, das ist wirklich ein guter Entscheid. Nein, finde ich auch. Das kommt gut. Hey, Jungs, lauf noch etwas nach der Schule. Von mir aus, ja. Das soll ich eigentlich noch mitkommen, zu dir haben. Ja, ich glaube, ich heiße im Fall. Aber hey, wenn wir noch in die Stadt. Genau, und schönen Nachmittag. Was ich bis jetzt richtig geschätzt habe, waren die Studienwochen, weil man da ganz viele neue Sachen gelernt hat. So wie das ganze familiäre Zusammensein hier an dieser Schule, auch promotionsübergreifend. Und ist auch mit den Lehrern auf einer kollegialen Ebene? Ich bin auch aus der 4. und ich finde es sehr toll an dieser Schule, dass sie relativ klein ist und viele klassenübergreifende Sachen machen. Und ich finde es auch mega schön, dass wir so einen schönen Campus haben mit Wiesen und Bäumen. Das heisst, man kann am Mittag auch ein bisschen ins Grüne raussitzen und ist nicht voll in der Stadt drin. Das geniesse ich persönlich sehr.